hallo zu einem Let's View des Thomas Action Figure Digest 193 aus dem Jahre 2010. Der Tomat ist ein amerikanisches Toy-Magazin über aktuelle und ältere Toys. Also schauen wir uns mal an, was im Jahre 2010 so alles an Toys rausgekommen ist. Vorne der, ja, fast eine Drohne, ein Remote Control Hovercraft Millennium Falcon, ja, was es nicht alles gibt. Dann schauen wir uns mal an, hier sehen wir auch erstmal gleich Star Wars Werbung über die Vintage Empire Strikes Back Toys. Eine schöne Szene mit Prinzessin Leia und Han Solo. So, hier schon ein kurzer Überblick, aber da wollen wir uns gar nicht ablenken von. Hier geht es auch um Masters of the Universe. Schauen wir an, was uns das bietet. Sideshow Collectibles. Sehr, sehr schöne Statuen und Dioramen können die rausbringen. Sehr, sehr teuer auch, aber richtig detailliert. Hier sehen wir Rick O'Connell aus der Mumie. Toll, das weiß ich jetzt nicht, aber es sieht auch wirklich gut gemacht aus. Hier sehen wir das Cobra, das könnte irgendwas von G.I. Joe sein. So, hier Transformers Werbung zur Serie oder zu diesem, ja, das ist ein Movie-Feature gewesen, dann auch Hunt for the Decepticons. Ja, interessante Werbung, gut gemacht. Starscream ist drauf zu sehen. Und machen wir mal die nächste Seite weiter. Lego Harry Potter. Auch bis heute sehr beliebt, diese Lego-Reihe Harry Potter, gerade die Figuren ganz besonders, mittlerweile auch einige Sachen wieder neu aufgelegt. Auch sehr, sehr schön zu sehen. So, hier so ein bisschen News zu Toys, kann ich nicht so viel sagen. Royo Fantasy, es scheint eine Statue von dem Künstler oder nach einem Artwork von dem Künstler Royo zu sein, etwas zu Clone Wars. Ja, was gibt's hier? Lichtschwerter! Verschiedene Lichtschwerter zu kaufen, ein bisschen mehr im Replika-Bereich, ein bisschen echt aussehender. Und die Spielzeugschwerter für die unsere Kiddies, wo man auch ein bisschen gegeneinander kämpfen kann. Wenn ich bedenke, dass ich 1983 mir im Baumarkt einen Besenstiel gekauft habe, den entsprechend farbig angemalt habe, entweder mit roter Plackerfarbe oder mit grüner. Und dann haben wir gegeneinander gefochten und die Dinger regelmäßig zertrümmert. Ja, da war sowas doch ein bisschen einfacher. TNA Wrestling Werbung. Aber auch noch. So, und dann geht es hier gleich weiter. Und hier haben wir ja schon eingangs auf dem Cover gesehen, sozusagen die, ja, Millennium Falcon Drohne. Kann man das anders sagen? Auch hier Joystick, gar nicht so schlecht gelungen. Dass sowas so günstig ist, wenn ich halt denke, auch als Kind, da hat ein ferngesteuerter Hubschrauber 5.000, 6.000, 7.000 Mark gekostet, weil die Technik super teuer war. Und jetzt kriegt man die gleiche Technik für ein Abi und Ei. Ja, kaum zu glauben. Mit Star Wars geht es hier schön weiter. So, Set Packs, auch nicht schlecht. Battle of Auto Pluton, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist also aus Clone Wars, genau. Das sind Clone Wars Sets. Verschiedene Thematiken und dann durch die Figuren zusammengeordnet. Gar nicht so schlecht, wenn man so ein paar kaufen möchte. Hier haben wir so ein paar Wiederauflagen, überarbeitete Figuren der Klassiker. Aber was mir immer sehr gut gefällt, dass die Hintergründe sehr klassisch von diesen Karten geblieben ist. So wie man teilweise auch die Vintage-Mocs hat. Aber allein das, die so zu sehen, ob sie abgedatet sind oder nicht, auch wie Wicked, wie gesagt, das ist die 2010er-Version, auch sieht großartig aus. Das Crossover Star Wars Transformers. Hier ist nochmal ein anderes Design. Die haben sich auch so ein bisschen verändert. Ja, war eine nette Idee. Ich habe auch ein paar. Aber im Endeffekt fehlte denen. Ist es mehr so ein Gag. Ja, es ist aber sehr interessant und es ist eine witzige Spielidee. Ja, hier. Ich bedenke, Wicked habe ich als Vintage gehabt. Monster-mäßig war ich nicht so drauf. Yoda, glaube ich, habe ich auch mal gehabt. Aber Geschenke kriegt nie gekauft und den Look habe ich gehabt, noch mit Stoffmantel so ein bisschen. Und das war richtig cool, der fehlt mir hier, würde mir hier jetzt fehlen, weil das diese Version ist. Und die Version mit dem Trace, die wo R2 in Brücke die Gedirita bedient, die gab es so nie. Die ist jetzt, das ist schon eine neuere Version, aber auch cool, dass es die gibt. Kotobukiya, das ist so ein bisschen
Ist eine japanische Figurenfirma, ein bisschen auf sexy gemacht. Hier sieht man das ja auch, so ein bisschen Manga-Style von Black Cat oder Rogue oder X-23 und Wonder Woman. Darth Vader ist wirklich gelungen. Also er sieht doch cool aus. Also Wahnsinn. Ich versuche ein bisschen wegzudrehen, das Licht, damit es nicht so stark spiegelt. Weitere Figuren, jetzt sehr viel auf Manga-Style. Hier haben wir noch Ayrton Senna. Sehr schöne Figur von dem leider verstorbenen oder zu früh verstorbenen Rennfahrer. UFC Ultimate Fighting Championship gab es natürlich auch eine ganze Menge Charaktere. Ist ein sehr beliebter Sport in Amerika und die Actionfiguren wie Wrestling ebenfalls. Weiter verschiedene. Hier gibt es sogar Fäuste oder Handschuhe, Figuren, einen Ring, Rückenbemalung darf auch nicht fehlen, wenn einer da Tattoos hat. McFarlane's Sportspicks, Football, in Deutschland vielleicht nicht ganz so das Megathema, in Amerika immer hier auch nach den ganzen Helden benannt. Ich kenne nur Tom Brady, guck, hier gab es schon 2010 eine Tom Brady-Figur, ja. Der ist natürlich in aller Munde gewesen, nicht nur weil er mit Giselle Bündchen verheiratet ist, wenn ich mich recht entsinne, sondern weil er ja auch den Super Bowl vor einiger Zeit gewonnen hat. Nicht den jetzigen, glaube ich, aber den davor und dann ist er in Rente gegangen, wie auch immer, und jetzt wird er wiederkommen. Egal, ist nicht mein Thema. Marvel, hier haben wir schön die Helden, schön im Comic-Style, Galactus, Wolverine, Iron Man, das ist jetzt nicht mein Fall, ja. Green Goblin, Spider-Man. Echt cool. Echt nicht schlecht. Hier ist noch Black Panther. Ein bisschen anders noch. Hier so ein bisschen im Chibi-Style. Doctor Strange könnte auch heute vom Film sein, weil er hat doch ein bisschen Ähnlichkeiten mit Benedict Cumberbatch. Wirklich cool gemacht. So, und jetzt haben wir immer, das ist so ein Lieblingsthema bei denen, die Hot Wheels. Was gab es denn da an verschiedenen Fahrzeugen? Schauen wir uns das einfach mal an. Hier so eine Halloween-Reihe. Disney Truck. Auch für Disney-Fans wirkliche Sammlerstücke. Und dann sehen wir hier ja, verschiedenste Autos. Und wie gesagt, immer an der Seite auch die Felgen. Die haben sich echt viel Mühe gegeben, jedes irgendwie individuell auch zu gestalten. Ja, ihr seht, Abwechslung pur, ne, ein Drachenauto, nicht schlecht. So, und hier haben wir Super Fast, The Matchbox Answer to Hot Wheels. Matchbox ist ja sozusagen eine Hot Wheels Konkurrenz und auch dort gab es unheimlich viele Autos. Das ist jetzt hier ein etwas ältere Sachen. Matchbox wurde auch, kommt auch aus England, nicht während Hot Wheels aus Amerika kam. Wir sehen auch sehr, sehr viele schöne Autos, Klassiker. Ich guck gerade, aber es ist jetzt nicht stark auf Film bezogen. Aber ich weiß, Matchbox hat auch, wie Gorgi Toys, einige filmbezogene Fahrzeuge damals herausgebracht. Ich glaube hier, das sieht sogar nach einem DeLorean aus. Nicht schlecht. So, hier haben wir auch noch mal ein paar paar Hot Wheels Autos. Ja, sehr crazy. So, Masters of the Universe. Was gab es denn alles? Das ist ein Price Guide Update. Das sind also die amerikanischen Preise für die alten klassischen Vintage-Figuren 2010. Und da könnt ihr sehen, was so eine Figur wert ist. Und hier steht es auch dann. Hier seht ihr dann Battle Armor He-Man zum Beispiel. Aber hier die Figur ist als lose. Ist es etwa, was war, ist das? $25 wert gewesen, 125, wenn er Mint ist, also in sehr gutem Zustand und Mint, noch in seiner Box sozusagen, war er schon bei $250 für 2010. Heute noch eine ganze Menge mehr. Und das ist so ein Display auch nicht schlecht. So, wollen wir mal weiter gucken. Hier sehen wir auch ganzen Figuren. Hier seht ihr die ganze Preisliste. Also was kostet es, was kosten die? Wahnsinn. Für den Masters-Fan eine schöne Übersicht. Einfach mal zu sehen, was es gab und wie es ist. Cool.
aber ich kann da nicht so viel sagen. Ich habe Masters nie so wirklich gesammelt. Ich habe mitgespielt als Kind, weil ein Freund von mir diese Sachen hatte, aber es war nicht so meine Welt. Weiter Figuren, auch weiter die Preise. Einige Italien-Exklusiven, wenn ich mich recht entsinne, die Riesen waren nur in Italien rausgekommen. Und ihr seht, das war schon eine umfangreiche Toyline, schon damals. Man unterschätzt das doch manchmal. Zubehör, Fahrzeuge, alles dabei. Und was die Preise sind. Und hier wird von einem Tyrannosaurus Rex, den sehe ich jetzt hier nicht, aber der hat schon einiges gekostet. Mit $1000 in die Grayskull Dinosaur Serie. Die wird schon gut gehandelt. $1000 für den Tyrannosaurus Rex, wenn er in Box ist. Mint. Und vielleicht ist er hier mit drauf. Auch hier viel Fahrzeuge. Eternia Splat, Grayskull. Ja, hier sehen wir die Saurier. Ja, hier ist er. Der T-Rex. Wahnsinn. Was es nicht alles gab. Wenn man so auf den Seiten das sieht, dann merkt man erst, wie viel es wirklich war. Wenn man mal so Überblicke. Also deswegen ist das sehr interessant, einmal zu sehen. Und das macht dieses Magazin auch aus, dass man so ein bisschen Hintergründe sieht und so ein bisschen einen Überblick hat. Und manchmal haben sie eben halt diese Themen aufgegriffen. Also sehr interessant. Ja, hier auch schönes Spielset. Grayskull, Snake Mountain und das Eternia Spielset. So, kommen wir weiter. Green Lanterns, ein bisschen DC-Stuff, ein bisschen die Green Lantern-Welt, Star Sapphire. Ich bin da jetzt gar nicht so drin in diesem ganzen Universum, war auch sehr interessant. Ja, hier sehen wir auch nochmal ein paar DC. Hier auch, es gab wohl Masters Classic gegen DC Universe. Eigentlich auch Must-Haves, wenn man es so haben will, für die Sammlungen. Nicht schlecht. Das ist so, wir könnten 2010 herum auch wieder aufgelegt worden sein. Hier haben wir nochmal einen Skeletor, einen klassischen. Hier gibt es so ein Weapon Pack zu Classic. So diese Classic Line. Und hier haben wir Ghostbusters aus Ghostbusters 2. Wirklich toll. Nicht schlecht. The Greatest American Hero Figures by Mego. Ja, gut, damit kann ich gar nichts sagen. Das ist so eine amerikanische TV-Serie oder so, wie es aussieht, wenn ich das so sehe. So eine Figuren. Da hat man auch Figuren gemacht. Das sind wirklich, müssten 60er, 70er Jahre sein. Sind aber 81 wohl erschienen. Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Aber sehr interessant zu sehen. Ein bisschen Transformers, jetzt keine wirklichen Verwandlungsroboter, es waren reine Autos, wenn man sie hochklappte, waren da unten nur die Roboter zu sehen. So ein bisschen was vielleicht zum Aufklappen, eine Waffe, aber kein wirklicher Transformer. Nicht meine Serie, aber man hat ja alles Mögliche immer mal wieder probiert. Thomas-Werbung, wenn man eine ältere Ausgabe haben möchte, zum Nachbestellen. Und hier haben wir nochmal DC direkt, schöne Statuen von den klassischen Helden. Schön, gefallen mir auch gut. So, dann sind wir schon. Eine Seite habe ich noch. Hätte beinahe euch das vorenthalten. Hier auch nochmal ein paar DC-Figuren. Harley Quinn, anderer Batman, Green Laterne und G.I. Joe Cobra-Werbung. Ja, das war's in diesem Heft. Hinten haben wir nochmal drauf Ultimate Fighting Championship-Werbung und das soll es gewesen sein. Ja, gerade entliegen. Das war der Tomat Action Figure Digest 193 aus dem Jahre 2010. Wenn euch dieser Let's View gefallen hat, ich freue mich. Da unten ist ein Like-Button, da ist ein Abo-Button, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und kommentiert. Erzählt mir eure Gedanken dazu. Habe ich was gezeigt, was euch interessiert? Und ja, vielleicht, wenn ich etwas nochmal genauer betrachten soll, schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal.